als ich das erste Mal diese Gebäude betreten habe, war ich schlichtweg überwältigt. Sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Alte Flure, verfallene Säle, riesige Treppenaufgänge, zerborstene Fensterscheiben. Die Beelitz-Heilstätten sind ein altes Lungensanatorium um 1900 gebaut und eine riesige Anlage vor den Toren von Berlin. Die Natur holt sich das Gelände langsam zurück. Es gibt einige Gebäude, durch die komplette Bäume wachsen. Wir haben da ein Fotoshooting gemacht mit Nancy Jesse, eine Fotografin, und Andreas Böttcher von GoToKnow. Wir haben Anna fotografiert, ein Model, die sich perfekt inszenieren konnte, die auch perfekt in diese Location passte, sehr viel Kreativität mitgebracht hat, hat total Spaß gemacht. Wir haben total viel ausprobieren können, einfach auf den langen Fluren, diese Lichtinseln, die sich ergeben durch diese zerbrochenen Fensterscheiben, diese weite, lichtdurchflutete Treppenhäuser. Und da ist einfach eine riesige Kreativität, die freigesetzt wird, wenn man da ein Fotoshooting macht. Also wer noch nie in Beelitz war, der kann sich kaum vorstellen, was das für eine Dimension hat, diese vielen Gebäude, die versteckt im Wald und von der Natur zurückgeholt werden. Anna hat alles mitgemacht, war total kreativ, hat sich im Kleidchen auf den Boden gelegt, trotz Staub und Spinnweben, die da natürlich nun mal in Beelitz überall sind. Nancy hatte auch noch eine alte Mittelformatkamera, eine Mamiya, mit dabei, was auch für mich total spannend war, nochmal zu sehen, wie man so ein Bild komponiert, auch mit wie viel Ruhe man an sowas rangeht, wenn man analog fotografiert. Ich habe mit meiner Canon 6D in digital fotografiert und habe natürlich zeitgleich sehr viel mehr Bilder fotografiert. Es ist einfach echt gewaltig, was da für Bilder dann entstehen können und wie viel Potenzial man einfach plötzlich hat, wenn man diese Räumlichkeiten nutzen kann. Es ist alte Ranken, die sich dann an den Geländern und an den Balkonen hochziehen, hat was märchenhaft Mystisches, und wenn man das Lust hat in Szene zu setzen, dann ist einfach der Kreativität da gar keine Grenze mehr gesetzt. Es macht einfach Spaß, da mit Rahmen, mit Winkeln, mit Licht zu spielen und da sehr, sehr viel auszuprobieren. War eine große Hilfe für mich, dass Nancy und Andreas dabei waren, weil die mir einfach auch viele Tipps geben konnten, wie ich das Foto inszenieren konnte, wie ich die Bildgestaltung dann machen konnte und auch was wir aus den einzelnen Räumen dann machen können. Wir haben größtenteils mit Available Light eigentlich fotografiert. Andreas hatte noch ein Licht mit dabei, sodass wir damit auch ein bisschen rumprobieren konnten. Aber ich habe größtenteils eigentlich mit Available Light fotografiert und bin echt überwältigt von den Bildern, die dabei rausgekommen sind. Yeah.